Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Rituals 2D Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Adventskalender kostet 59,90 Euro, man bekommt ihn aber auch zum Beispiel bei der Parfümerie Pieper. Da habe ich ihn mir gekauft oder bei Douglas, Flaconi und so weiter. Und da hat man halt immer wieder das Glück, dass man da immer wieder tolle Rabattaktionen mitnehmen kann. Ich glaube, ich habe sogar 30% auf den Adventskalender gespart, weil bei Pieper war so ein Jubiläumsangebot und da konnte man halt echt krasse Rabatte absahen. Ja, und ich mag Rituals, ich liebe die Düfte und ich bin super gespannt, was hier drin ist. Erfahrungsgemäß haben wir nicht nur, in Anführungsstrichen, den weiblichen Duftsegmentbereich Gedönsen bedient, sondern haben hier auch etwas männlichere Düfte mit drin enthalten oder Unisex-Düfte. Das finde ich ganz cool und ich würde sagen, wir starten mit diesem wunderschönen Kläppchen-Adventskalender und öffnen die Nummer 1. In dem Kläppchen steht tatsächlich auch ein bisschen was drin, das lassen wir jetzt aber unvorgelesen. Hier haben wir Sweet Jasmin oder Sweet Jasmine, ich liebe Jasminduft. Ja, Private Collection, eine kleine Kerze drin. Ich weiß nie genau, welche Grammzahl hier drin sein wird. Ich muss mal gucken, wie ich das dann ausrechne. Es riecht aber fantastisch und ich freue mich da mega drüber. Und es scheint so, dass der 1. Dezember auch direkt der erste Adventssonntag ist, denn wir haben immer zu den Adventssonntagen in dem Rituals Adventskalender eine Kerze drin. Ich musste in letzter Zeit nicht häufig meinen Öffner verwenden, und zwar meine Schere. Dieses Mal sitzen die Produkte extrem fest drin. Ja, The Ritual of Sakura, meine Lieblingsduftreihe. Flourishing Hair and Body Mist. 20 ml haben wir hier drin enthalten und das ist so ein wundervoller Duft mit diesem Cherry Blossom Rampampam Gedönsen, also Kirschblüte, ne? Mag ich mega gerne und da freue ich mich echt drüber. The Ritual of Meer ist irgendwie relativ neu oder irgendwie nicht so neu. Also für mich ist es jedenfalls neu. Ich habe da noch nicht so viel von gehabt, aber in letzter Zeit relativ viel in Beautyboxen. Hier haben wir ein 2-Phasen-Badeöl drin. Okay, und das ist mit Süßorange und Zedernholz. 50 ml haben wir hier drin enthalten. Und das habe ich aktuell von der Geruchsrichtung her als Duschschaum. Und ich mag den Duft wirklich gerne, auch wenn ich eigentlich kein Fan von zitrischen Düften bin. Hä? Hier bin ich ein bisschen verwirrt. Hier steht nämlich nichts mit Rituals drauf. Serendipity, das sagt mir gar nichts. Finding something good without looking for it. Opulent Foaming Shower Gel. Sacred Oils Elixir, 50 ml. Das scheint auch ein Duschschaum zu sein. Aber da steht nichts mit Rituals drauf, außer hier hinten. Rituals Cosmetics. Bin verwirrt. Den Duft kenne ich gar nicht. Und Serendipity ist ja eine Farbe gewesen aus der Lidschattenpalette von Jolina Menn mit Lethal. Daher kenne ich diesen Serendipity-Bezeichnungsgedönsen, aber hä? Auch die Nummer 5 verwirrt mich, weil so schnell kann doch noch kein Adventssonntag kommen. Hä? Imperial Rose, ja, auch das ist ein schöner Duft, definitiv, ne? Aber bei der 1 und bei der 5? Moment, ich muss mal eben kurz gucken, wann die Adventssonntage sind. Ach so, der erste Adventssonntag ist am 28. November. Deswegen ist das so verwirrend. Okay, und dann haben die nachträglich den 1. Dezember zum 1. Advent quasi. Jetzt habe ich es gerafft. Okay, macht Sinn. Am 5. Dezember haben wir nämlich schon den 2. Advent. Das geht aber ganz schön schnell. Nikolaus, die Nummer 6, hat sich ein bisschen schwer rausnehmen lassen. Sugar Love, Sparkling Body Mist, noch ein Body Mist, okay. The Ritual of Holy, das ist ein schöner Duft. Flamingo Flower und Pink Grapefruit, 20 ml. Ja, ist okay. Ne? Also ich persönlich bin kein Ultra-Fan von diesen Body Mists. Ich bin eher so ein Parfum-Freund, aber ja. Ich bin ein bisschen verwirrt bislang über den Adventskalender, aber wir gucken jetzt mal weiter in die Nummer 7. Da haben wir ein Serum drin von The Ritual of Namaste Glow Radiance Anti-Aging Serum. Serum. Hilfe. Serum mit 10 ml. Okay, ja. Fürs Gesicht haben wir jetzt was dabei. Ein bisschen Pflege. Das finde ich cool. Das ist auch nicht oft dabei gewesen. Ne? Also das sind schon alles jetzt bislang Produkte gewesen, die wir jetzt so in dem Adventskalender von den letzten Jahren noch nicht so wirklich kennen. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir was für die Haare drin. Und zwar ist das The Ritual of Hammam Nourishing Conditioner mit Arganöl und Shikakai. 50 ml haben wir hier drin.
Ich finde es cool. Also so ein Conditioner, ne, den hast du auch nicht alle Tage. Riecht angenehm. Kann ich mir gut vorstellen zu verwenden. Und am nächsten Tag bei der Nummer 9 dürfen wir uns freuen über das dazugehörige Shampoo. Das finde ich super gewählt. Und vor allem auch mal andersrum. Sonst hast du erst das Shampoo und dann den Conditioner. Und jetzt hast du erst den Conditioner und dann das Shampoo. Auch hier The Ritual of Hammam Nourishing Shampoo mit 50 Millilitern. Das finde ich toll. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ich mag den Duft. Der riecht also echt angenehm. In der Nummer 10 erwartet uns eine Reihe, die eher so an die Männer gerichtet ist, beziehungsweise auch wenn man diese Sets kauft, dann verschenke ich die halt hauptsächlich bei uns in der Familie an die Männer weiter. The Ritual of Samurai und ja, 98% der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs, das ist interessant. Eine Gesichtscreme, die Energie geben soll und Anti-Age ist, sein soll, mit Sencha und Ginseng. 20 Milliliter sind hier drin enthalten. Das wird sich auf jeden Fall in einem Männer-Adventskalender wiederfinden. In der Geschichte der Adventskalender ist dieses Produkt aus der Nummer 10 eher ein Klassiker, denn wir haben eigentlich jedes Mal von The Ritual of Sakura eine Soapbar mit Reismilch und Kirschblüte. 25 Gramm sind hier drin enthalten und das ist eine klassische Handseife. Die duftet unfassbar gut. Kann man natürlich auch, wenn man ganz krass drauf ist, zum Pinselreinigen nehmen. Das mache ich ganz gerne bei solchen festen Handseifen, ne? Die sind dann bei mir sowohl zur Handwäsche als auch für die Pinselreinigung da. Und ja, aber ich liebe diese Reihe. Es riecht einfach klasse. Passend zur Halbzeit erwartet uns wieder ein kleines Teelicht, eine kleine Kerze. Oris Mimosa. Und das ist ja dann die dritte Kerze zum dritten Advent vor. Riecht eher orientalisch, sehr angenehm. Mag ich gerne. Cool. In der Nummer 13 haben wir das niedlichste Shower-Gel, Duschgel ever. The Ritual of Karma, Holy Lotus und Organic White Tea. Und hier sind ja, 30 Milliliter drin enthalten. Das ist so eine schöne praktische Reisegröße, wenn man so übers Wochenende mal verreist oder so, ne? Ist ganz niedlich, definitiv. Die Duftrichtung mag ich auch gerne leiden. Jo, haben wir ein Duschgel mit dabei. Finde ich gut. Auch die Nummer 14 hat einen nicht ganz so überraschenden Inhalt, denn so einen Peeling-Handschuh haben wir eigentlich immer mit drin. Und ja, die sind okay, kann man gut gebrauchen. Ist ein Adventskalender-Füllprodukt aus meiner Sicht, aber gebrauchen kann man sie auf jeden Fall. Auch die Nummer 15 ist keine Überraschung, denn da haben wir die obligatorische Nagelfeile mit drin. Ja, die hat mir eben schon Probleme bereitet, als ich versucht habe, die 8 zu öffnen, denn sie war runtergeflogen. Aber ja, es ist einfach so eine Sandnagelfeile, kann man gebrauchen. Ist aber für mich jetzt gerade so kurz nachdem wir diesen Handschuh drin hatten, ein bisschen, ne, Füllmaterial. Die Nummer 16 enthält ein Produkt, was ich ziemlich cool finde und auch bei uns immer wieder in Anwendung habe. Und zwar ist das Ritual of Ying, ein Sleep Pillow and Body Mist. Ja, Pillow Mist, genau. Mit Sacred Wood and Lavender. 20 Milliliter sind hier drin enthalten. Das ist so, ich würde mal sagen, ein Zwilling, nicht unbedingt Dupe, zu dem Deep Sleep Pillow Spray von This Works. Das mag ich einfach gerne. Gebe ich gerne so morgens, nachdem ich die Betten gemacht habe, so auf unsere Kopfkissen und auf die Bettdecken drauf. Und wenn wir dann abends ins Bett schlüpfen, dann riecht das alles so angenehm. Auch die Nummer 17 duftet himmlisch. Oh mein Gott, Ritual of Karma. Mild Body Scrub Paste, okay, mit Clay, also mit Lehm und weißem Tee. 70 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Ich finde, das ist eine schöne Größe. Und eigentlich finde ich die Peelings von Rituals ein bisschen schwierig, weil man die so schwer aus dem Pöttchen rauskriegt. Das finde ich jetzt mal interessant, weil das wird definitiv eine andere Konsistenz haben. Und das muss ich mal ausprobieren. In der Nummer 18 haben wir ein weiteres Produkt, was für mich relativ neu ist. Also herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Rituals Elixir Collection Keratin Recovery Hair Mask mit Keratin und Arganöl. 20 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und das dürfte ja für eine, maximal zwei Anwendungen bei mir reichen. Aber finde ich toll. Und das riecht gut. Voll der Junkie hier. Aber Leute, wenn man sich hier diese ganzen Düfte, ne, so unter die Nase hält, dann ist das schon eine ziemlich coole Geschichte. Am 19. Dezember sind wir beim vierten und somit letzten Adventssonntag angelangt. Und hier haben wir die Jade Wine Kerze. Okay, das riecht wirklich ein bisschen herber, aber ist auch sehr angenehm vom Duft und ja, das wird mir auch gefallen, wenn wir die hier anzünden werden. Schon schön. Also ich mag das eigentlich, wenn wir die Kerzen da drin haben. Mittlerweile mag ich das ganz gerne. Anfangs war ich ein bisschen verwirrt. Mittlerweile finde ich das cool.
Am 20. Dezember darf sich dann auch der Mann mal wieder waschen. Und zwar haben wir von The Ritual of Samurai dieses Sport-Eisschauer-Gel mit Organic Bamboo and Japanese Mint. 70 Milliliter sind hier drin enthalten. Mein Freund mag das nicht so gerne, weil das so ein Duschgel ist, was so kühlend ist, eben durch diese Minze. Aber ich kenne den einen oder anderen Mann bei mir aus dem Familienkreis, der auch von mir einen Adventskalender bekommen wird. Und der wird sich safe darüber freuen. Ja, ne? Ist halt so ein kühlendes Duschgel. Das hatte ich letztens in groß da. In der Nummer 21 haben wir einen Mini von dem The Ritual of Meer Body Mousse to Oil. Sweet Orange and Cedarwood, 30 Milliliter. Ist das nicht niedlich? Oh mein Gott, das finde ich echt süß. Aber das ist, ja, schön, ne? Da kommt wirklich aus diesem Schnabel da oben so ein richtig schöner Schaum raus. Und ja, kann man sich damit schön einkriegen. In der Nummer 22 haben wir mal wieder ein Body Mist drin. Ja, nee. Rituals Tulip and Japanese Yuzu Body Mist Amsterdam Collection 20 Milliliter. Ja, ist alles schön und gut, aber irgendwie, ich weiß nicht, ganz schön viele Düfte, ne? Ich möchte mich lieber so eincremen und sauber machen und so, aber dieses Body Spray, Apropos Eincreme. Natürlich hat The Ritual of Ayurveda noch, oder Ayurveda? Ayurveda hat noch gefehlt. Und hier haben wir eine Body Lotion oder Body Cream, eine Balancing Body Cream. Indian Rose and Sweet Almond Oil. 70 Milliliter sind hier drin enthalten. Und das ist auch eine ganz schöne, angenehme Duftrichtung, die ich gerne mag. Die ist etwas schwerer. Ja, etwas schwerer als mein The Ritual of Sakura Lieblingsduft, aber auch sehr angenehm. Und da hatte ich, glaube ich, auch das erste Produkt von Rituals von, nämlich die Handcreme. Und jetzt bin ich super gespannt, was wir in der 24 finden dürfen. Man kann es nicht anders sagen, aber ich habe es beschrieben, ne? Ich habe es beschrieben. Ich habe das Wort Handcreme in den Mund genommen und deswegen haben wir hier auch eine Handcreme drin. Nein, keine Ahnung. The Ritual of Ying Relax Instant Care Hand Lotion. 70 Milliliter, das dürfte eine Full Size sein. Riecht unfassbar gut, sehr nach Spa und Entspannung und so weiter, ne? Aber in der 24 eine Handcreme finde ich schon krass. Ja, okay, so. Fazit zum Rituals Adventskalender 2D von 2021 mag ich nicht so gerne. Nee, muss ich wirklich sagen. Also ich finde, dass wir zu viele Body Mists drin haben. Ich verstehe nicht, warum wir dieses Serendipity hier drin haben. Muss ich wirklich passen, weiß ich nicht. Ich finde es schade, dass wir am Ende eine Handcreme drin haben. Gut, die letzten Jahre hatten wir ein Produkt, was eher für Männer ist, in der letzten Zahl mit drin, beziehungsweise wir hatten noch einmal einen Duschschaum von einer neuen Richtung mit dabei gehabt, ne? Ja, weiß nicht. Also ich werde die Produkte größtenteils hier bei mir behalten und auch verwenden, das steht auf jeden Fall fest. Aber ich bin echt nicht so geflasht davon. Also 59,90 Euro zahlt man für den. Natürlich bekommt man da einen Warenwert, der höher ist. Es ist angegeben, dass man quasi das Doppelte an Warenwert in dem Adventskalender drin hat. Das ist ja alles schön und gut. Aber ich finde, dass die Produkte einfach nicht so cool ausgesucht sind, ne? Weiß ich nicht. Ist aber vielleicht auch eine persönliche Meinung von mir. Geil finde ich, dass wir definitiv hier Shampoo und Spülung drin haben. Das finde ich richtig klasse. Auch, dass wir eine Haarkur mit dabei haben, dass wir was auch fürs Gesicht mit dabei haben. Aber diese ganzen Body Mists, schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was ihr anders hättet drin haben wollen oder ob ihr den so perfekt findet, wie er ist. Also mein Gemecker habt ihr ja schon gehört. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!